Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley, meine Damen und Herren. Weiter geht's, wir machen auf jeden Fall in diesem Part den Garten und zwar ausführlich. Ich werde ihn auf jeden Fall komplett ausbauen in diesem Part, wenn wir es nicht schaffen. Wir werden es schaffen. Also, ich werde so lange den Part machen, bis wir den Garten komplett ausgebaut haben. Das wird auch ein längerer Part. Ja, ist mir auch egal. Ich habe euch ja gesagt, dass ich in diesem Part wahrscheinlich den Gartenausbau und wenn ich das hab, dann habe ich erstmal meine Arbeit erledigt. Ich werde aber, glaube ich, dann auch gleich anfangen einfach. Keine Sorge, wir werden gleich anfangen. Wir werden, glaube ich, erstmal auf den Strand verzichten. Weil wir halt einfach noch keine Zeit dafür haben. Ich will jetzt erstmal, ihr wisst schon was, ich möchte auf jeden Fall wirklich das hier hinkriegen. Dass das alles hier läuft und alles mögliche, ihr wisst schon. Oh yeah. Ich will auf jeden Fall, dass das erstmal hier, also hier klappt. Und dass wir hier auch alles... Ja, dass wir halt alles... Dass wir das ganze Garten, den Garten schaffen. Ich hoffe es zumindest. Das wäre nett. So, du hast leider nichts. Ach so, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Sommer ist. Ja, ich werde keine Milch bekommen. Das ist schlecht. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Weil die sind noch nicht an das Wetter gewöhnt, glaube ich, oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum die so sich so fühlen. Das verstehe ich nämlich bis heute immer noch nicht wirklich. Aber naja, gut, was will man machen? Ja, wir werden auf jeden Fall in diesem Tag weniger verdienen. Das ist schade, aber so ist das nun mal. Was willst du da großartig ändern? Ich weiß aber noch nicht, wie groß ich den Garten bauen will. Das muss man erstmal gucken. Ich habe, glaube ich, 5 Iridium-Dinger, ne? Sprinklers. Ich müsste gegebenenfalls noch welche machen. Ich muss das natürlich so ausbauen, dass wir auch hier... Also den Garten müssen wir auch so ausbauen, dass wir hier ja, die ganzen Früchte und so weiter besamen können. Also wir brauchen, ich will auf jeden Fall schon ziemlich viele Früchte dort anpflanzen können. Das wäre gut. Ja, gleich können wir uns um den kümmern und ja, wir kriegen auch noch eine neue Frucht und zwar die Orange wahrscheinlich. Ihr seht das auf jeden Fall hier. Wir brauchen nur noch eine Sache und das ist die Orange und die kriegen wir, indem wir, ja, vom Baum kriegen wir die. Wir haben ja den Baum schon angepflanzt, deswegen müssten wir eigentlich den bekommen und das wächst ja im Sommer. Und deswegen, das wird easy. Ich muss hier nochmal zurück, deswegen gehen wir da auch gleich nochmal hin. Die Sommermusik ist aber echt saugechillt. Ich finde die saugechillt. So. Zack. Ach, Milch gibt's ja nicht, ne? Ja, ihr wisst ja schon warum. Ich verstehe es aber nicht, warum die Kühe nur deswegen... nichts machen können. Das verstehe ich nicht. Ja gut, Trüffel können die scheinbar immer noch machen. Oder finden. Das ist relativ cool. Das ist relativ gut sogar. Ja, aber es ist halt echt schade, dass wir keine Milch und so weiter bekommen können und keinen Käse dadurch und so alles. Naja. Ja gut, Inventar ist wieder voll, ne? Da seht ihr schon die Orange. Das Inventar ist schon wieder voll, ey. Das kann doch nicht sein.
Das ganze Zeug tue ich danach noch später in diese Weindinger da rein. Also, aber chillt erstmal eine Base. Jetzt muss man noch chillen. Und Fasern. Ja, ein Holz brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und zwei Fasern jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Weil wir haben jetzt schon drei. Nee, darauf können wir verzichten. So viel brauchen wir jetzt nicht davon. Ich glaube, wir brauchen allgemein überhaupt gar keine Fasern mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß jetzt nicht, wofür wir solche gebrauchen könnten. Ich habe keine Ahnung. So, dann können wir erstmal das hier reintun. Das hier, das hier, das hier, das hier. Das hier. Orange können wir reintun. So, den Rest können wir auf jeden Fall, wie gesagt, in was Schönem verwandeln. So, erstmal den ganzen Hopfen. Da sind ja natürlich drei verschiedene Qualitäten, damit man noch mehr Platz verschwendet. Finde ich wundervoll. So, zweimal Mais. Stimmt, da können wir noch Öl machen. Damit wir hier die ganzen Trüffeldinger da, oder gesagt, diese Ölmaschinen da ausweiten. So, zack. Jetzt kann man alles füllen hier. Natürlich sind natürlich die, die auch jetzt gerade nichts zu tun haben. Zack, 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 zack. So, wir haben noch 64, ey. Das ist so viel, ey. Aber komm. Kriegt man sich auch noch weg. Und hier sehe ich schon, dass da hier viele nicht arbeiten. Also, das kann ja, das kann gut werden hier. Zack, 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 zack. Nochmal zack, zack, zack. Okay, hier ganz unten arbeiten welche nicht, aber ich glaube, das reicht niemals, um die ganzen Dinger hier zu verschwenden. Niemals. Wir haben noch 16 Stück. Ja, die arbeiten alle, wie ihr seht. Also, wir können da nichts machen. Naja, gut. So, wir haben jetzt 13.40 Uhr. Wir haben jetzt noch gefühlt den ganzen Tag noch Zeit. Deswegen kümmern wir uns jetzt um den Garten schon mal. Oder eher gesagt, ich schmeiß jetzt erstmal die ganzen Früchte, glaube ich, irgendwo rein. Oder eher gesagt, hier rein. Ihr wisst schon, wo. Hier hin. Dass wir dadurch Geld bekommen und alles. Zack, 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 zack. Oh yeah, oh yeah, yeah. So, dann nehme ich. Ich habe nur 4 davon, okay. Ich habe noch 7 Krabbenreuße, das ist nice. So, dann brauchen wir noch. Brauchen wir noch Tore? Kann man dieses Anziehen sieht hier. Sorry, zu jeder Zeit anpflanzen oder gibt es da auch eine bestimmte Jahreszeit oder sowas? Das würde mich mal interessieren. So, hier an sich könnten wir unseren Garten gleich mal designen. Ich glaube, ich will den ganz rechts hier haben. Ganz links meine ich. Die würden an sich noch daneben irgendwelche noch mehr solcher Keks passen, ne? Was man so sagen kann. Könnte man an sich hier auch noch machen. So, es dauert halt eine Zeit. Und wir haben. Okay, wir haben noch relativ viel Energie, das ist gut. Ich glaube, an sich, wir könnten ja eigentlich sogar heute schon fertig sein. Ich bin mir nicht. Also zumindest diesem Tag jetzt sogar vielleicht.
Ich hoffe es zumindest. Das wär natürlich nice. Wenn nicht, dann müssen wir halt im nächsten Tag das machen. Nicht im nächsten Part. Also ich werde es ja schon hier, diesen Part schon fertig machen. Aber ich hoffe, dass wir sogar diesen Tag schaffen. Ich kacke jetzt mal wirklich jetzt aufs Geld. Ist mir völlig egal, ob ich jetzt am Strand jetzt was bekomme oder nicht. Ich will auf jeden Fall jetzt den Garten fertig machen. Wenn wir einen Tag dann nichts verdienen, kriegen wir dafür die nächsten Tage genug. Oder umso mehr. Außerdem kriegen wir ja schon was. Wir kriegen ja durch die ganzen Tiere und alles noch was. Diese Reihe machen wir auf jeden Fall noch kaputt. Und dann gucken wir mal weiter. So, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. So. Oh, das sieht richtig gut aus sogar. So, jetzt müssen wir erstmal die Dinger hier benutzen. So. So, wie weit hat der um... Das müssen wir erstmal gucken, wie weit der um... Das müssen wir mal echt gucken. Aber wir machen das mal... So, 24. Fuck! Wollte ich nicht. So, hier wird es auf jeden Fall erstmal stehen. So, jetzt müssen wir das messen. So, das ist 6. Ich glaube, so würde das passen. Ich glaube, so wird's aussehen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, dann müssen wir uns wieder umgucken. Sind das 24 Felder? Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich weiß es nicht. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Müssen wir wirklich gucken. Mann! Ja, wir gucken erstmal, wie weit der Durchmesser ist, oder? Und das, also im nächsten Tag einfach. Ich glaube, das wäre erstmal besser, wenn wir wissen, wie weit der Durchmesser ist, oder? Ich denke, das wäre viel, viel schlauer. Ich glaube, wir kümmern uns erst nachts um die ganzen Tiere und alles. Das können wir an sich mal machen. So, zack, 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 zack. Ich muss erst mal gucken, wie gesagt, wie das aufgebaut ist. So, zack. Gut. Wie gesagt, ich muss erst mal gucken, wie weit der durch... Also, wie weit das... wie weit oder wie gesagt, wie die ganz genau die Sachen bewässern. Volle Lieferung. Ja, wir haben auf jeden Fall das Achievement schon mal geschafft. Ach, nur 11.000. Ja, stimmt. Wir kriegen auf jeden Fall 15.000 weniger. Dann noch das Käse, was ja nicht da war. Ja, ist relativ wenig. Also ziemlich, ziemlich wenig. Das ist, glaube ich, unser schwächster Tag bis jetzt gewesen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, wir werden uns erstmal um den Garten kümmern. Ist mir jetzt auch egal, wie viel Geld wir bekommen in diesem Part oder wie insgesamt in dieser Episode.
oder in dieser Folge, ist mir sowas von egal, wir kümmern uns einfach nur um, ihr wisst schon was, so, das holen wir uns alles danach ab, ich will jetzt erstmal sehen, wie die das bewässert haben. Okay. Ich verstehe es immer noch nicht wirklich. Ich glaube, das wird an sich so gehen. Ich glaube schon. Oder? Ich guck jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder. Ich guck wirklich nach. Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, passt das sogar. Das ist richtig. Okay, bedeutet, wir machen dasselbe Spielchen wieder. So 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. So, jetzt machen wir das alles außen rum. Zack. Zack. Wobei, warum mache ich das nicht gleich einfacher? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube hier, es müsste passen. Boah. So, jetzt machen wir dasselbe, wieder dasselbe Spielchen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich hab 1 zu übertrieben weit gemacht. Es ist 1 zu weit übertrieben weit. Okay, deswegen ist es so gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist schon richtig. So, das wird auf jeden Fall so passen. Ich denke, das wird erstmal ein okayer Garten sein. An sich können wir auch jeden... Das machen wir danach noch. Ich glaube, ich will auf jeden Fall das ganze Feld hier auf jeden Fall. Dann können wir das eigentlich noch bis hier zum Ende machen, ne? Na fuck, das sieht hässlich aus. Hier tun wir ein Tor hin. Dann noch eine Mauer, zack. So. Fertig ist unser Garten. Naja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr dieser Iridium-Sprinkler. Die sind halt ein bisschen schwierig zu bekommen, weil wir, wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Battery Packs, um solche Dinger zu bekommen. Oder wir machen jetzt einfach die ganz normalen Sprinkler dann noch. Die jetzt auch nicht viel machen, ne? Aber die brauchen nicht so viel. Guck mal. Aber ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt sowas hab. Also an sich sind wir auf jeden Fall mit dem Garten schon mal fertig. Wir brauchen aber dafür trotzdem noch mehr Iridium-Sprinkler, ne? Ich kann auch jeden Freitag einfach eins für 10.000 kaufen bei den Sewers. Oder wir erstellen uns jetzt noch mehr davon, aber ich habe keine Battery Packs. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Verfeinertes Quarz haben wir 4 Stück. An sich dürften wir 4 von diesen Dingern hinkriegen und das mache ich jetzt auch. Dann machen wir das auf jeden Fall noch ein bisschen anders. Quarz kriege ich ja wahrscheinlich easy hin, müsste ich eigentlich. So.
Das hat eine Reichweite von... Von so. Bedeutet, wir sollten das hier hin tun. Den Qualitätssprinkler. So, der hat nur eine Messer von 8. Das bedeutet, er kann nur das hier machen. Wir müssen wirklich mal gucken, wie wir das machen. Ansonsten begieße ich jetzt erstmal alles dann selber. So, ich glaube, das müsste erstmal so passen. Hoffe ich zumindest. Ich werde jetzt auf jeden Fall die ganzen Sternfrüchte hier einfach mal reintun. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass das klappt. Ich werde auf jeden Fall trotzdem diese ganzen Iridium-Sprinkler da kaufen, auf jeden Fall. Und das nach und nach immer so ersetzen. Damit ihr Bescheid wisst und so alles. Kein Problem. Ich hab ja leider keine Battery Packs. Battery Packs könnten man an sich... Ja, die finden man halt relativ schwer. Ist ein bisschen schwierig jetzt erstmal. So, okay, jetzt kümmern wir uns auf jeden Fall schon mal um den Garten und nicht um den Garten, sondern wir haben jetzt auf jeden Fall den Anfang gebaut. Wir müssen das auf jeden Fall nach und nach immer ausbauen. Und so groß ist der Garten bis jetzt nicht. Also wir können ihn immer wieder ausbauen, kein Problem, meine Damen und Herren. Hätten wir eigentlich schon seit Tag 1 machen sollen, aber ich bin einfach ein fauler Wichser. Dachte mir, ich brauche das nie, aber... Wobei, ich hatte doch so einen Garten, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit dem gemacht habe. Ich habe den vernachlässigt oder nie irgendwas damit gemacht. Weil ich einfach ein faules, fettes Schwein bin. Tut mir leid. So, aber der Garten ist fertig, aber ist eigentlich gar nicht fertig, ja gesagt, weil wir haben nicht das passende Material dafür. Sorry dafür, aber wie gesagt, ist halt nun mal so. Was willst du großartig machen? Ich hoffe, dass wir jetzt auf jeden Fall hier was hinbekommen. Das soll hier auf jeden Fall ausgebaut werden, wie gesagt. Da unten soll auch noch was gemacht werden. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht hier. So. Und ich hoffe, es trocknet hier auch nichts aus. Das wäre nice. So, was alles auf jeden Fall nicht bewässert wird, wie gesagt, das machen wir mit der Gießkanne auf jeden Fall selber dann. Müssen wir wohl gucken immer. Dann müssen wir das auf jeden Fall auch so ausbauen, dass das auch immer klappt, dass das alles bewässert wird, ohne dass ich was machen muss. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall Bullshit hier. Aber guck mal, wir kriegen hier trotzdem fast alles Sternfrüchte hin. So, nicht schlecht. So, die werden wir danach bewässern, also morgen alles. So, an sich bin ich nämlich eigentlich damit zufrieden. Da müsste man nur oben das Holz, das ganze Holz da hier wegkriegen und dann kriegt man auch noch dort irgendwie hin, dass wir dort noch ein paar mehr Keks und so weiter hin tun, ne? Das wäre nicht schlecht, aber ich glaube, so wichtig wäre es mir jetzt nicht. Ich glaube, heute schaffen wir es vielleicht auch nicht zum Strand, aber wobei, doch, schaffen wir. Nein, die Sternfrüchte tue ich da nicht rein. Ich bin doch nicht bescheuert. Sternfruchtsaat, die kommt wieder hier rein. So, das kommt auch rein. Ich will jetzt mal gucken, ob ich jetzt hier auch noch, ob hier jetzt auch noch irgendwas gereift ist. Ja, lecker, Käse.
Ich habe jetzt leider schon alle Weinarten habe ich ja schon reingetan. Sorry, aber ich wusste nicht, dass da jetzt irgendwas fertig wird, gereift. Oder gereift rauskommt. Ist ja auch egal, dass mal. Wir kriegen vielleicht hier noch ein bisschen Käse raus. Vielleicht. So, jetzt sind die ganzen Tiere wenigstens schon mal drin. Bedeutet, wir haben nicht mal so viele Probleme. So. Warum läuft hier denn keine Musik? Das würde mich mal interessieren, warum hier keine Musik läuft. Was soll das Spiel, hä? Also wie gesagt, in diesem Part werden wir nicht viel Geld verdienen. Wie gesagt. Und wir werden auch noch diesen Tag machen. Wir haben ja scheinbar unseren Garten. Wir müssen eigentlich nur noch uns darum kümmern, Accessoire und so weiter zu holen. Also jeden Freitag merkt's euch. Sur einfach kaufen. Ich merke es mir auch auf jeden Fall. Das muss ich mir merken, sonst kriegt man ja an sich niemals das hin. Oder ich versuche zu schlafen. Okay, von mir aus. Ich müsste halt mehr Battery Packs hinkriegen. Ne? Die versuchen zu schlafen. Sorry, Jungs, dass ich euch beim Schlafen störe, schon um 19 Uhr. Das ist. Seid ihr denn für Muschis, hä? Ja, ist gut, ihr könnt schlafen. Mann, ich will's euch ja gar nicht. Ich will euch ja gar nicht stören. Ich will euch gar nicht stören. Ich war nie hier gewesen. So, genießt euren Schlaf. Ihr Muschis. Um 20 Uhr pennen. Jetzt aber ohne Witz, ich guck auch gleich mal nach, ob wir das NCNC dort auch hin tun können. Das würde mich mal interessieren. Aber jetzt noch nicht. Das machen wir, glaube ich, was anderes. Ja, wir machen auf jeden Fall auch gleich Käse, würde ich mal sagen, ne? Und das lassen wir dann reifen, wenn es dann fertig ist. Ich schaffe es, glaube ich, noch zum Strand. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, Inventar voll. Na gut, Holz, ein Stein und ein Holz brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wobei, wir müssen auf jeden Fall eh wieder zurück. Unser Inventar ist ja safe wieder voll dann. Ja. Mann, das nervt aber auch, dass wir nur so wenig Inventarplatz haben. Vor allem, wenn ich habe eigentlich ziemlich viele Köder und sowas. Das brauche ich aber auch. Ja, ich kann das nicht mal mitnehmen. Ey, das Ding nervt hier aber auch, ne? So, jetzt will ich aber Milch. Ne? So. Zack. Milch. Zack. Zack, zack. Zack. Nochmal die Milch hier hin. Zack. Milch, zack. 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 So. Jetzt gibt es auch noch Trüffel. Meine Güte, ey. Ja gut, einen Trüffel haben wir sogar noch. Ihr seht schon, wie ich beschäftigt damit bin, ne? Wie mega beschäftigt ich damit bin, mit diesem ganzen Zeug hier. Also den nächsten Trüffel, den tue ich danach erst rein. So. Jetzt nehmen wir noch das Zeug mit. Ich glaube, nee, zum Strand schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube nicht. Wobei, doch, sehr, sehr knapp. Wir haben ja zum Glück Zepter der Rückkehr. Also wir können uns eigentlich teleportieren und eigentlich jederzeit uns dort von dort aus teleportieren. Alter, was ist denn das für ein Vogel? So, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ja, diese ganzen Bäume müssen auf jeden Fall hier weg. Ich weiß nicht, ob ich mich um die kümmern möchte, ob ich das überhaupt will. Mich juckt das jetzt eigentlich nicht unbedingt, weil wir haben jetzt unseren Garten. Ich habe ja gesagt, ich werde auf jeden Fall einen Garten machen. Das war für mich auf jeden Fall das Wichtigste. Sagen wir es mal so. Jetzt können wir auf jeden Fall auch eine Orange machen.
Orangenmarmelade, das ist doch genau das, was wir wollten, oder? So, zack, zack, zack. Stimmt, jetzt haben wir auf jeden Fall noch ziemlich viel Platz, ne, für dieses ganze Zeug hier. Das hier arbeitet nicht. Das ganze Ding hier arbeitet nicht. Aber so viele Früchte haben wir jetzt auch nicht. So. Wenn wir es schaffen sollten, dann wird es sehr, sehr knapp. Fuck, wir hätten ja Bier reifen können, ne? Na gut. Aber daran denkt man halt nicht. So, wir haben 0 Uhr. Ich weiß nicht, das wird halt sehr, sehr knapp. Ich werde jetzt hier einfach möglichst viel mitnehmen. Wenn wir hier nicht alles schaffen, dann schafft man das halt nicht. Ich werde nicht einpennen. Ich will auf jeden Fall nicht einpennen, das ist schon mal klar. Damit das klar ist, ich werde so um 1.30 Uhr schon mal mich teleportieren, damit ich auch alles in die Truhe rein tun kann und auch noch was zum Reifen hin tun kann. Bei 1.30 Uhr sogar ziemlich knapp. 1.20 Uhr machen wir das mal. Also was wir hier mitnehmen können, nehmen wir mit. Was nicht, lassen wir das mal zurück. Also müssen wir uns hier beeilen einfach. Wir müssen uns beeilen. Was jetzt nicht hier mitgenommen wird, wie gesagt, Pech gehabt. Kriegt man halt weniger dadurch, aber an sich, wir kriegen schon einigermaßen was daraus. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt bis zum rechten Teil kommen. Also bis zum rechten Abschnitt. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Schafft man immer. Von der Zeit her. So, wir haben noch eine Minute. Na gut, jetzt ist eine Minute 10 wahrscheinlich gleich. Na gut, das Zeug nehme ich jetzt hier auf jeden Fall noch mit. Aber das war's halt, ne, leider. Müssen wir jetzt zurück. Wir haben keinen Platz mehr. Oder eher gesagt, keine Zeit mehr. Zack. Zack, zack, zack. Nicht, leider nicht viel, aber was willst du großartig machen? So, zack, 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 zack. Alles muss mitgenommen werden. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, wir haben eine Minute 40. Zack, 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 zack. Wir lassen jetzt was reifen. Zack, 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 zack. Fuck, ich hätte den Rest auch noch reintun müssen. Ich werde sowas von einschlafen, Alter. Ja, ja. Im eigenen Haus eingeschlafen, meine Güte. Als ob das so schlimm ist. Ich glaube, wir kriegen ja trotzdem dadurch keine Rechnung, oder? Ich glaube nicht. Und außerdem haben wir hier auch noch... Wir haben Holz reingetan zum Verkaufen. Naja, von mir aus. So, ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Morgen ist nichts mehr. Tschüss. Wir haben auf jeden Fall nicht viel verdient in diesem Part. Wir haben, glaube ich, so... Wir haben 50.000 in 2 Tagen verdient. Also... Sehr, sehr wenig, wenn man es mal so sagen kann, ne? Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.